Marco Odermatt, der von Rang 6 aus gestartet ist. Und jetzt Mathieu Fevre. Vorsprung, eigentlich riesengroß, 1,2 Sekunden. Zu diese bestechende Form des Franzosen, der auch gestern mit vielen Widrigkeiten klargekommen ist und oben sogar noch einen Hauch schneller ist als der Schweizer. Ja, jetzt hat er doch ein Drittel seines Vorsprungs hier eingebüßt, aber immer noch komfortable 84 Hundertstel. Steilrang nicht ganz ohne Schwierigkeiten. Aber jetzt kommen auch hier seine Teile. Und damit der Vorsprung schon wieder über eine Sekunde groß. Also jetzt kann er es nur noch selber irgendwie unten vergeigen. Das hier geht alles, das ist alles Plan soll. Achtung, Einfahrt hier in den Bereich der letzten Tore. Da nimmt ein wenig heraus, die Zeit, die Luft, die hat er eigentlich. Und das muss eigentlich der Sieg sein für Mathieu Fevre. 3/4 Sekunde voraus und Mathieu Fevre feiert seinen zweiten Weltcup-Erfolg, den ersten seit 4 Jahren. Und bestätigt seine aktuelle Topform. Der Doppelweltmeister mit Gold geladen im Selbstvertrauen. Heute hier in Bansko nicht zu biegen. Er gewinnt vor Marco Odermatt. Dritter Alexis Pontereau. Vierter Thibaut Favreau. Der nächste Franzose, der da ganz stark unterwegs ist. Und auf Rang 5 der beste Österreicher. Stefan Brennsteiner. Herzlichen Glückwunsch. Also eine lange Durststrecke scheint hier endgültig abgehakt. Nicht nur für das österreichische Riesentorlaufteam, sondern auch für Stefan Brennsteiner selbst. Aber das ist der Mann der Stunde, Mathieu Fevre. Auch kleine Schwierigkeiten können ihn derzeit nicht aus der Bahn werfen. Pontereau hat es ähnlich gezeigt mit zweimal Einhängen mit dem Arm und dennoch schlussendlich wieder auf den Stockerl als Dritter heute. Marco Odermatt auf Rang 2 dazwischen. Das sind die Top-Asse derzeit und zwei Rennen gibt es da noch im Riesentorlauf. Pontereau führt da jetzt 25 Punkte vor Odermatt Zubcic, der heute doch ziemlich zurückgefallen ist. An der dritten Stelle hat auch noch mit 64 Zählern Rückstand alle Chancen auf zwei Rennen. Aber das war wieder ganz, ganz großes Kino hier. Die Franzosen in Bansko im zweiten Riesentorlauf nicht zu schlagen.